Hallo meine lieben Freunde, hier wieder euer Chris am Start. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kochen mit Chris. Ja, liebe Freunde, heute soll es mal wieder so in eine etwas gesündere Richtung gehen, möchte ich mal sagen. Und zwar gibt es heute schön Nudeln mit Brokkoli, Tomaten, Parmigiano. Und das, Leute, das ist wirklich ein Gericht. Es ist wirklich einfach zu machen. Es geht sehr schnell und schmeckt wirklich hervorragend. Also gerade im Sommer finde ich das Gericht wirklich super. Esse ich sehr, sehr gerne. Und ja, ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Für die Zutaten benötigen wir als allererstes natürlich erst einmal Brokkoli, Nudeln, etwas Knoblauch, so in dem Falle 3 Zehen, 2 Zwiebeln, Tomaten, Butter, Zitrone, Schlagsahne und natürlich etwas Basilikum. Gewürzetechnisch bleibe ich in diesem Fall auch relativ, sagen wir mal, human. Und zwar benutze ich hier Oregano, etwas Thymian und für einen Knoblauch-verrückten Typen wie mich reichen natürlich diese 3 Zehen nicht, also nehme ich noch etwas Knoblauchgranulat, etwas Salz und natürlich etwas Pfeffer. So, in dem Fall können wir jetzt anfangen, oder beziehungsweise ich fange immer so an, erstmal den Brokkoli klein zu schneiden. Und dabei achte ich natürlich auch drauf, so wenig Stiel wie möglich zu nehmen, damit es am Ende nicht, wie soll man sagen, so hart oder holzig wird. Dann tue ich den ganz normal einfach mundgerecht portionieren. Und dabei ist es auch wichtig darauf zu achten, manchmal kann es sein, dass an den Blüten quasi, an den oberen Stücken, dass es manchmal ein bisschen faulig sein könnte oder so. Diese Stellen dann natürlich einfach wegschneiden. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Lieblingsteil der ganzen Schnippelei. Zwiebeln und Knoblauch schälen und schneiden, beziehungsweise den Knoblauch dann hacken. Und ja, warum ist das meine Lieblingsaufgabe? Ganz einfach, ich finde, es riecht einfach wundervoll. Und ich finde auch irgendwie den Geruch, den man danach an den Fingern hat, irgendwie finde ich einfach super toll. Riecht wirklich sehr schön. Kommen wir als nächstes zum Tomatenschneiden. Die tue ich einfach nur einmal halbieren und dann in Streifen schneiden. Und ich muss sagen, das geht wirklich mit meinem neuen Messer einfach wunderbar. Das geht durch wie Butter. Das Messer, was ich davor hatte, war zwar auch nicht schlecht, musste ich aber ständig nachschärfen, weil das irgendwie nicht mehr so wollte, wie ich es gern gehabt hätte. Dann habe ich mich einfach entschieden, ich besorge mir ein neues. Und ja, das funktioniert hier in dem Falle wirklich hervorragend. Ja, und dann würde ich mal sagen, sind wir doch soweit fertig. Haben wir alles da, was wir brauchen. Geschnittene Tomaten, klein gehackter Knoblauch, geschnittener Brokkoli, klein gehackte Zwiebeln und natürlich, was ihr jetzt oben seht, das habe ich jetzt nicht mit eingefilmt, ist natürlich eine halbierte Zitrone. Die werden wir nachher noch benötigen. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir das Kochen an. Nicht wundern, mein Herd, der will irgendwie nicht mehr so, wie er einst mal wollte. Deshalb muss ich jetzt auf meinen Campingkocher ausweichen, aber der tut es ja auch. Mit dem habe ich ja schon mal gekocht, der ist auch wirklich super.
Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Anbraten oder sagen wir mal Anschwenken der Zwiebeln und des Brokkolis. Da brauchen wir erstmal ordentlich Füllmaterial. Je nachdem, mal gucken, ob es reicht. Wenn es nicht reicht, einfach noch ein kleines bisschen mehr mit dazu machen. So, und jetzt geben wir einfach noch hier ein bisschen Brokkoli dazu. Jawohl. Und schwenken die ganze Geschichte mal kurz durch. So, in dem Fall machen wir jetzt einfach mal kurz den Deckel drauf. Und dann lassen wir die ganze Geschichte mal kurz machen. So, jetzt haben wir es circa 2 Minuten später. Ah, das sieht ja schon sehr gut aus. Ach, und wie das duftet, herrlich. So. Haben wir kurz durchgeschwenkt. Geben wir ihn nochmal kurz ein bisschen. So nochmal so 1 Minute ungefähr. Und dann schauen wir weiter. So, 1 weitere Minute ist vergangen. Schauen wir nochmal. Ah, sehr schön sieht das aus. Sehr gut. Dann können wir jetzt schön die Tomatis dazugeben. Moment. So. So, das Ganze schwenken wir jetzt auch noch mal kurz durch. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Sehr gut. Das kommt noch ran. Ja, und da dass das so gut aussieht, würde ich mal sagen, packen wir den Knobi auch gleich noch mit dazu. Durchschwenken. Perfekt. So. Würde ich mal sagen, mal Deckel drauf. Lassen wir doch noch ein bisschen machen. So, in der Zeit, wo das alles so schön vor sich herköchelt, würde ich mal sagen, hacken wir uns ein bisschen den frischen Basilikum zurecht. Und Leute, so frischer Basilikum war das, das riecht immer wundervoll, wirklich. Ich nehme mal den ganzen Klatsch erstmal zusammen. So, jetzt hacken. Nur zusammen das Ganze. Hacken wir nochmal. Sehr gut. Haben wir das auch fertig. So, 1 weitere Minute ist vergangen. Oh, guck mal, wie schön das schon aussieht hier. Einwandfrei. Da können wir auf jeden Fall schon gut mit arbeiten. Freunde, jetzt hauen wir hier die Sahne mit rein und rühren die ganze Geschichte nochmal schön in Ruhe durch. So, Freunde, die Sahne haben wir drin. Jetzt rühren wir die ganze Geschichte schön durch. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt würzen wir auch gleich die ganze Geschichte und hauen auch gleich schon die Nudeln mit rein. Ja, und ihr kennt mich ja, ich habe keine wirkliche direkte Mengenangabe oder so. Ich mache das immer alles nach Gefühl. Also Salz. Ja. Pfeffer. Ein bisschen Oregano. Ja. Etwas Thymian. Und weil ich ja so ein Knoblauchverrückter bin, mache ich jetzt noch ein bisschen Knoblauchgranulat dran. Müsst ihr nicht tun, wenn ihr das nicht so mögt oder weniger Knoblauch mögt. Ihr könnt doch den Knoblauch weglassen, das ist komplett euch überlassen, aber ich mag das so lieber. So, jetzt halbe Zitrone auch noch mit rein für die schöne säuerliche Frische. Oh, sehr schön. Oh, guckt euch das an. Sehr schön. So, jetzt hauen wir in dem Fall auch gleich noch die Nudeln mit rein.
ganz wichtig. Ja, das sollte reichen, schön bedeckt das Ganze. Darüber die ganze Geschichte gleich nochmal schön durch. So. Jawohl. Jetzt kosten wir mal die Sahne ab, ob das vom Geschmack her gut ist. Mmh, sehr gut. Sehr gut. Können wir das gleich so nehmen. Jetzt gleich Deckel drauf und schön einköcheln lassen, bis die Nudeln weich sind. Weil wichtig ist in dem Fall, dass am Ende keine Sahne mehr übrig ist, weil die Nudeln und das Gemüse soll diese ganze Sahne schön aufsaugen. So, das ist wieder ein paar Minuten vergangen. Jetzt nehmen wir einfach, um den ganzen noch Geschmack gut einzuverleiben, ein bisschen Parmigiano und streuen das Ganze schön hier rüber. Sehr schön. Und rühren das Ganze nochmal durch. Ja. Und dann lassen wir die ganze Sache noch schön weiter vor sich hin köcheln. Immer ab und zu mal zwischendurch mal rühren. Ah, das gibt doch schon schön Schmagofatzki. Nudeln werden auch schon langsam weich. Sehr gut. Dann haben wir es gleich. So. Nochmal ein kleines Kostbrötchen. Mmh. Oh Leute, das ist jetzt schon genial. Das ist jetzt schon echt genial. Mmh. So, wieder Deckel drauf. Und auch schön so. Na, lass mal den einfach nochmal ein paar Minuten schön durchköcheln. So, nach weiteren 5 Minuten schauen wir uns die Geschichte mal an. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment. Ja, sehr schön. Die Sahne ist sehr gut zerkocht, ist sehr schön mit aufgezogen. Genauso wollte ich das haben. Nudeln sind auch schön weich. Da würde ich mal sagen, können wir anrichten, oder Leute? So. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, dann haben wir in dem Fall wieder etwas Parmigiano. Ja, schön rüber. Nicht zu viel, nur etwas. So, dann nehmen wir hier unseren frisch gehackten Basilikum. Ja, sehr schön sieht das aus. Sehr gut. Einwandfrei. Und dann bloß noch mal so quasi als i-Tüpfelchen etwas Peterle. So, nicht zu viel, soll ja den Geschmack nicht übertünchen. Ja, und dann würde ich mal sagen, et voilà, Geschmackstest. Oh Leute, das riecht so wunderherrlich, das ist so wirklich so schön alles mit Tomate. So. Mamma mia. Leute, das ist der eine, der bisschen der Hochgenuss, einer geschmacklich Hochgenuss. Ey Leute, das schmeckt so. Und wie gesagt, ich habe jetzt zusammengezählt insgesamt jetzt für alles um die 15, maximal 20 Minuten gebraucht. Und das ist draus geworden. Es ist wirklich ein Hochgenuss. Es ist auf jeden Fall gesünder als das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Und es sättigt wie Sau. Teuer war es auch nicht. Im Großen und Ganzen. Deswegen, Leute, probiert das aus. Mmh. Mmh. Hammergeil. Ey, das ist wirklich ein super leckeres Essen. Gerade für den Hochsommer perfekt geeignet. Die Frische, diese säuerliche Frische von der Zitrone kommt gut durch, aber auch nicht zu dominant.
Der Brokkoli kommt wunderbar durch, der Parmigiano kommt wunderbar durch, die Tomaten kommen wunderbar durch. Es ist wirklich ein super leckeres Gericht, was man auf jeden Fall öfters kochen kann. Wie gesagt, es geht schnell, man braucht nicht viel und es ist einfach wunderbar. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich speise jetzt weiter und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde, bleibt gesund. Ganz wichtig, ne? Und ja, viel Spaß beim Nachmachen, wenn er das macht, und Mahlzeiten, ne?